Freitag, 17. Mai 2013. Wir befinden uns am Anfang der Reise, welche die Musikkapelle Algund an das andere Ende des italienischen Stiefels führt. Etwa 100 Personen, Mitglieder der Musikkapelle und Begleiter, die einen Tag und eine Nacht lang unterwegs sind, um einen Traum zu verwirklichen. Einen Traum, den viele für utopisch, für unrealisierbar hielten. 870 Kilometer im Bus von Algund bis nach Neapel. Neapel ist aber noch lange nicht die Endstation. 12 Stunden Fahrt, die anfänglich vielen Sorgen bereitet haben. 12 Stunden Fahrt, die hingegen wesentlich dazu beigetragen haben, die Beziehungen innerhalb der Mitglieder so zu festigen, dass die Musikkapelle Algund nicht nur ein Ensemble hervorragender Musiker ist, sondern eine wahre Gruppe von Freunden, die gemeinsam unvergessliche Erfahrungen gemacht haben. Und diese, die nun ansteht, zählt sicherlich dazu. Abfahrt um 5 Uhr früh in Algund. Am späten Nachmittag treffen die zwei Busse dann in Neapel ein. Alle freuen sich schon auf eine der schönsten Städte Europas. Leider ist die Zeit aber viel zu kurz und es langt nur für einen flüchtigen Blick aus dem Fenster des Busses. Dann geht es gleich zum Hafen. Bald wird man das Endziel vor Augen haben. Fast 900 Kilometer auf dem Rücken machen sich bemerkbar. Auch das Warten kostet jetzt Kraft. Endlich geht's auf die Fähre. Auch diese Operation ist nicht einfach. Gepäck und alle Musikinstrumente müssen sorgfältig geladen werden. Die Nacht wird genutzt, um wieder ein bisschen Energie für den nächsten Tag zu tanken. Ein dichter Terminkalender erwartet nämlich die Reisegruppe der Musikkapelle Algund. Beim Erwachen zeigt sich ein atemberaubendes Panorama. Nur wenige Mitglieder der Reisegruppe der Musikkapelle Algund hält es jetzt noch unter Deck. Auf Deck ist aber fast kein Platz mehr zu finden. Niemand will sich dieses einmalige Schauspiel entgehen lassen, das man nur am frühen Morgen vom Schiff aus genießen kann. Das Morgengrauen an Bord der Fähre hinterlässt einen dauerhaften Eindruck. Und nun sieht man in der Ferne das endgültige Ziel der Reise. Fast nicht zu glauben, aber da vorne liegt die Insel Stromboli. Und dies ist ihr berühmter Vulkan. Dies ist die unverwechselbare Art, wie diese Insel seine Besucher empfängt. Stromboli und der Vulkan in Daueraktivität. Stromboli ist eine Insel mit 500 Einwohnern. Tausende von Touristen erobern aber jährlich diese schwarzen Strände. Die Insel hat eine Fläche von etwas mehr als 12 Quadratkilometern. Der höchste Gipfel des Vulkans befindet sich auf etwas mehr als 900 Metern über dem Meer. In wenigen Minuten dockt die Fähre an. Es ist ein Traum, der Wirklichkeit wird. Eine letzte Anstrengung noch, um alles auf die einzigen Transportmittel, die es auf der Insel gibt, zu verladen. Der Empfang ist begeisternd. Die Südtiroler aus Algund rechneten sicherlich mit einem freundlichen Empfang. Die Einwohner der Insel haben diese Erwartung aber tausendmal übertroffen. Und zwar vom ersten Moment an. Die Fähre läuft nun wieder aus dem Hafen aus und entfernt sich langsam. Nun wird allen bewusst, dass man sich auf einer Insel befindet, dass auf dieser Insel ein Vulkan ist und dass dieser dauernd aktiv ist. Die Ortschaft Algund bei Meran, mitten im Herzen Südtirols, hat einen Freundschaftsbund mit der Insel Stromboli mitten im Meer. Ein Freundschaftsbund, der durch ein Ereignis besiegelt wurde, das sicherlich in die Geschichte sowohl der kleinen Südtiroler Ortschaft wie auch der Bewohner an den Hängen des Vulkans eingehen wird. Zurück auf das Festland. Im Jahr 2014 feiert man das 2000-jährige Jubiläum der Via Claudia Augusta, der wichtigsten Verkehrsader von damals, die den Norden mit dem Süden Europas verband. Algund liegt fast genau in der Mitte dieser Straße, die in der Zeit Christi erbaut wurde. Die Überreste einer Brücke genau in Algund zeugen davon. Und diese Spuren aus der Vergangenheit weisen auch auf die Bedeutung des damaligen Alagumna hin. Um dieser Geschichte gerecht zu werden, hat die Gemeindeverwaltung beschlossen, große Feierlichkeiten für die 2000 Jahre der Via Claudia Augusta anzustreben. Musik.
Diese Musik, Veni ad Lagunam, ist eigens als Hymne für das Jubiläum der Via Claudia Augusta geschrieben worden. Und dies ist die Musikkapelle von Algund. Die 78 Musiker dieser Kapelle brachten diese Musik an einen Ort, an dem ansonsten nur die Natur Rhythmus und Zeiten vorgibt. Und dies sind die Gefühle, die nur ein wahr gewordener Traum erwecken kann. Die Hymne der Via Claudia Augusta in erster Führung und im Hintergrund der Vulkan von Stromboli. So weit entfernt liegen Algund und Stromboli, und jetzt sind sie doch so nahe. Diese Initiative gehört für die Events von der Via Claudia Augusta, und ich möchte gerne besonderes danken die Musikkapelle von Algund, die so lange gereist ist nach Stromboli. Stromboli ist eine einmalige Insel, auf der ganzen Welt gibt es keine andere Insel mit dieser Atmosphäre, einmalige Atmosphäre. Die Musikkapelle Algund hat es gut getan. Ich glaube, das ist eine ziemlich emotionante Sache gewesen. Heute Abend ist wirklich ein Traum, es ist verwirklicht hat. Wir von der Algunder Musikkapelle haben schon einige Musikreisen durchgeführt, aber vor einer so imposanten Kulisse wie hier auf Stromboli hatten wir noch nie gespielt. Es ist für uns ein tolles Erlebnis, hier auf Stromboli spielen zu dürfen, und wir freuen uns über diesen Patto di Amicizia, der zwischen Algund und Stromboli stattfindet, und wären begeistert, wenn wir ein zweites Mal wieder hier spielen dürften. Uns hat es wirklich sehr gefallen, also es war eine sehr starke Emotion, hier zu spielen unter dem Vulkan, und das war echt toll für uns Musikanten hier. Ja, es war sehr interessant, hier den Berg hochzusteigen. Es war gar nicht einfach mit all den Instrumenten, auch die Akustik ist sehr ungewohnt für uns, aber trotzdem war es total faszinierend, hier unter dem Vulkan diese Hymne uraufführen zu dürfen. Die Freundschaft zwischen Algund und Stromboli besteht nicht nur auf dem Papier. Sie beschränkt sich nicht auf ein Konzert vor dem Vulkan. Die ganze Insel Stromboli hat die Musiker aus Algund als Freunde aufgenommen. Sie sind nun praktisch Teil der 700 Einwohner, die diese faszinierende Insel mit dem aktiven Vulkan mitten im Meer bewohnen.
Una manifestazione veramente deliziosa. Mi pare magnifica, mi pare davvero un'iniziativa straordinaria, quasi al limite del surreale, no? Perché in fondo dall'Italia del profondissimo nord si arriva nell'Italia del profondissimo sud e ci si... Sono due mondi proprio a confronto, due mondi assolutamente antitetici, uno direbbe. E invece poi lo spettacolo è magnifico e ci stiamo divertendo tutti. Della banda intanto mi piacciono i vestiti, se devo essere sincera, e poi la loro musica. Penso che sia una banda molto interessante dal punto di vista caratteristico e della possibilità di raccontare, tramandare le tradizioni e di mantenere viva la memoria di ciò che siamo stati. Non capita tutti i giorni vedere Lagundo a Stromboli con i suoi costumi? No, è un interessante esperimento, il concetto di gemellaggio dovrebbe essere portato avanti perché di per sé rappresenta quell'incontro che è ancora necessario per unire veramente questo paese. Algund ist seit eh und je bekannt für das gute Zusammenleben der Sprachgruppen. Hans Gamper, Bürgermeister von Algund in den 50er Jahren und Vater des heutigen Bürgermeisters, hat dieses Zusammenleben vorangetrieben. Und diese Politik hat ihre Früchte getragen. Eine davon hat die Musikkapelle bis in die Straßen der Insel Stromboli geführt. Und so konnte Stromboli, bekannt als Leuchtturm des Mittelmeers, nochmals seinen Charme ausspielen und Emotionen freisetzen. In dem Moment, in dem die Musikkapelle von Algund durch die Straßen von Stromboli zieht, kann man nicht anders als den Anfang dieser Freundschaft erinnern, die zwei so unterschiedliche Völker in ihrer Sprache, in ihrer Kultur, in ihrer Lebensweise zusammengeführt hat. Gerade in den Kontrasten der zwei Landschaften zeigen sich aber wieder unglaubliche Gemeinsamkeiten. Auch Stromboli ist eine Berglandschaft. Und das von den Alpen umgebene Algund ist, gerade wegen seines besonderen Mikroklimas, ein Dorf der mediterranen Düfte. Stromboli hat den Gästen aus Südtirol die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit und die Wärme wahrer Freundschaft zukommen lassen. Die schönsten und eindrucksvollsten Orte der Insel haben die Musiker aus Algund besichtigt. Die offizielle Zeremonie fand im Amphitheater der Insel statt. Der Bürgermeister von Lipari, in dessen Gemeindegebiet Stromboli fällt, und der Bürgermeister von Algund haben gemeinsam den Freundschaftsbund geschlossen, der das gesamte Ereignis erst möglich gemacht hat. Ich denke, uns ist es gut ergangen. Die Reise war ein bisschen lang, aber schlussendlich sind wir alle gut angekommen. Und jetzt für uns ist das sicher ein kleines Paradies da. Es ist eine andere Welt, ein anderes Klima. Und der Vulkan hat natürlich ein eigenes Flair, dem man fast verfallen muss. Veramente un'opportunità, perché insomma noi siamo molto contenti della presenza della loro presenza qui, perché due comunità così diverse, così profondamente diverse, di territori completamente diversi, uno di montagna, uno di mare, credo che nonostante la diversità abbiano tanti elementi di contatto e che possono essere approfonditi, e noi lo viviamo come un'opportunità, oltre insomma al piacere di averli qua, anche insomma con questo spettacolo al quale stiamo assistendo, che è particolarmente bello. Possiamo dire poi, vedendo, girando per le vie del paese, non solo i turisti ma proprio gli abitanti di Stromboli sono contenti? Sì, sono particolarmente contento. Devo dire che questa è un'iniziativa, anche se Stromboli è una delle sei isole del mio territorio, che è stata fortemente voluta da questa comunità. Mi pare che siano particolarmente affezionati a questo evento, siano particolarmente affezionati a questo patto di amicizia, che tra l'altro io ho trovato come un elemento di fatto, perché sono sindaco soltanto da un anno, però insomma anche a me piace molto. Spero che questa manifestazione sia un momento e un punto di partenza, non d'arrivo. Ja, der heutige Tag war sehr schön. Wir haben ein gutes Verhältnis mit der Bevölkerung. Wir haben für die Bevölkerung ein paar Märsche gespielt im Dorfzentrum, an der Kirche und hier im Theater. Und es ist eine allgemein sehr, sehr lockere und sehr freundliche Stimmung hier. Wie schon gesagt, wird 2014 das 2000-jährige Jubiläum der Via Claudia Augusta gefeiert.
Die Gemeindeverwaltung von Algund hat für dieses wichtige Ereignis eine ganze Reihe von Events und Veranstaltungen auf dem Programm. Für diesen Anlass ist auch ein eigenes Expertenkomitee zusammengestellt worden, das die Veranstaltungen für das Jubeljahr vorschlägt, koordiniert und organisiert. Mittelpunkt aller Veranstaltungen ist die Komposition der Hymne für die Via Claudia Augusta. Irgendwie ist es auch die Hymne Algunds. Die Hymne ist zudem Teil eines Musikprojektes, das den Bau der alten römischen Straße zum Thema hat. Mike Frairia ist der Autor der Hymne, die auch an den Hängen des Vulkans zu hören war. Ich kann nur sagen, dass ich begeistert bin über diese Aufführung in diesem Theater, mit dieser Atmosphäre, mit diesen Leuten, die anscheinend auch gezeigt haben, dass sie das sehr, dass ihnen das gefallen hat. Und ja, es war gestern vor allem eine große Begeisterung für mich, das zum ersten Mal für Bläser zu hören. Di Stromboli e penso che questa sia un'ottima occasione per rompere questa divisione tra nord e sud. Forse è arrivato il momento giusto. Cosa ne pensi di questi costumi così diversi dai vostri e musica anche mai sentita? Alla fine è bello conoscere una nuova cultura, anche se poi alla fine siamo sempre in Italia. Der lange Tag in den Straßen und Gassen und unter den Menschen von Stromboli wird mit einem großen Fest am Hafen abgeschlossen. Ein Fest als Siegel eines Projektes, das von weit her kommt und das von einem der Gemeindevertreter Algunds mit ganzem Herzen geplant und ausgearbeitet worden ist, ohne auf Unterschiede in der Sprache und Kultur zu achten, weder auf dem Festland noch auf der Insel. Im Zeichen des Erfahrungsaustausches konnte das Fest mit der Unterstützung der Bierbrauerei Forst aufwarten. Einige hundert Liter Bier wurden nach Stromboli gebracht, um die Nähe und Freundschaft des Burggrafenamtes mit den Jolischen Inseln zu unterstreichen. Das Bier wurde in dem eigens im Hafen eingerichteten Forst Village ausgeschenkt. Das ist eine wunderschöne und einmalige Erfahrung, die ich gehabt habe, weil ich selber habe nie geglaubt, dass das so ein Erfolg gekommen wäre. Die Bevölkerung von Stromboli hat uns wirklich eingeladen und hat uns verwöhnt und sind sie alle begeistert, dass wir uns da sind. Unsere Musikkapelle ist auch ziemlich zufrieden, dass sie so lange gereist sind. Sie haben selber gesagt, sie wollen nochmal nach Stromboli kommen. Es hat sich gelungen, dass die Leute heute Abend zusammen essen, trinken, lachen und leben. Und das ist eben, was wir wollen. Ja, diese Initiative ist meines Erachtens ein Beweis des Zusammenlebens in einer Gemeinde mit Algund mit 5000 Einwohnern, wovon ca. 13% der italienischen Muttersprache angehören. Dieser Freundschaftsvertrag ist ein Ausdruck des Zusammenlebens, wie man es machen sollte und wo man beweisen kann, dass man es wirklich ernst meint mit dem Zusammenleben. Es war sehr schön hier, wir haben viele schöne Momente erlebt und auch tolle Erfahrungen gesammelt. Dieser Vulkan, also wir haben live miterleben können, wie der Vulkan ausbricht und ausspuckt. Dann dieses schöne Meer, es ist wirklich wie im Urlaub hier und wir haben sehr viel Spaß und dürfen zudem noch Musik machen. Der Vulkan, gestern Abend sind wir hochgegangen und haben oben gespielt und muss sagen, hatten einen zweimal Vulkanausbruch mitgemacht, nicht Ausbruch. Und so ein Erlebnis bekomme ich nie wieder. Für uns ist es heute ein sehr schöner Auftritt gewesen, hier in diesem Amphitheater zu spielen. Es ist zwar ein neues Amphitheater, aber die Atmosphäre ist durchaus vergleichbar mit jenem berühmten Amphitheater aus der Antike, das sich nicht weit von hier in Taormina befindet. Ein besonderes Klima. Es gefällt mir hier sehr gut.
so vom Norden zu kommen hier in den warmen Süden, wie Sommer, schwimmen gehen kann man im Meer und ja, super. Io vivo a Stromboli e penso che questo progetto è meraviglioso perché è un incontro di culture tra il nord e il sud e trovo che è un'idea geniale che non fa altro che aprire le prospettive sia per un villaggio che per l'altro. Die Stadler haben für mich sehr interessant, es war wieder eine neue Erfahrung und es soll so weitergehen. Die Tage waren super, wir hatten viel Spaß. Einerseits auf dem Strand, beim Erholen und auch beim Musikspielen, das war echt toll. Ich habe die Leute sehr offen erlebt. Ich habe mit vielen, mit einigen gesprochen schon. Sehr angenehme Leute. Hier konnten sich auch die gastronomischen Kulturen treffen und austauschen. Tiroler Gerichte trafen also auf Spezialitäten der äolischen Inseln. Ein idealer Abschluss, damit dieses Ereignis noch jahrelang in den Köpfen der Beteiligten nachwirken kann, der Algunder und der Insulaner.